Hier ist er, ne? Der nagelneue Polo. Super sportlich. Überhaupt finde ich das eine ganz klasse Farbe. So ein schönes Rot. Ne? Und dann hat unser Designer mir dann auch erklärt, wie super windschnittig das hier ist. Ne? Diese Kante hier. Auch die Spiegel haben sich extrem geändert. Sehr sportlich. Ne? Können wir mal kurz reingucken. Also ich, was für mich natürlich wichtig ist, ist, dass der Sitz sehr bequem ist. Ne? Und das ist er. Auch vor allen Dingen, dass dass alles sicher ist. Und jetzt haben wir auch Airbags von vorne, Airbags von der Seite. Da kann gar nichts mehr schief gehen. Ne? Hier vorne für den Kaffee und natürlich auch das Leder. Also es soll auch schon ein kleines bisschen elegant sein. Ne? Kurz fahren. Ha! Und für uns Frauen, was natürlich auch sehr wichtig ist, der Kofferraum. Wir brauchen immer viel Platz zum Shoppen. Und hier, ganz clever, hat er das versteckt. Ne? Schön großen Kofferraum. Und Sesam, öffne dich. Hier kann man auch noch was verstecken. Ne? Hat er auch gut mitgedacht. Sehr schön. Also äußerlich würde ich den Polo so beschreiben, dass er sehr pure ist. Ne? Also da ist nicht so viel Schnickschnack und so ein Fummel dran. Also ich würde fast schon sagen, er ist sexy. Ich sehe auch, warum VW die Pressekonferenz in Sardinien macht, dass alle die Autos hier testen können, weil hier sind die Straßen sehr schön, also sehr kurvenreiche Straßen. Ich weiß nicht unbedingt, wie die Italiener so drauf sind, aber die drücken ja auch ganz schön auf die Tube, ne? Und die hupen vor allen Dingen andauernd, egal was, immer erstmal hupen. Das Autofahren sollte ja nicht anstrengend sein, es sollte ja auch schön sein. Spannend. Also ich reg mich da auch nicht so großartig auf über die anderen Leute. Das erste Auto war ein DAF, der rückwärts genauso schnell fuhr wie vorwärts. Ich hätte ja immer gerne den Golf gehabt, ne, diesen mit diesem Körbchen, als Cabrio. Das war immer mein Traumauto. Aber nein, ich wurde 18, wir kamen nach Hause von der Party und wir fahren um die Ecke und da stand der DAF mit einer großen Schleife. Da habe ich gedacht, was ist das für ein komisches Auto? Ich bin natürlich ein Autofan. Also ich habe mit 18 mein erstes Auto bekommen und gerade jetzt, wir wohnen in Los Angeles seit 4 Jahren. Ich meine, da ist ein Auto unheimlich wichtig. Also man verbringt viele, viele Stunden im Auto und insofern muss es schon ein gutes Auto sein. Natürlich habe ich auch mein wichtigstes Gut immer dabei, meine Kinder. Und insofern möchte ich natürlich auch, dass ich ein sicheres Auto habe. Also das ist für mich Nummer eins, ist Sicherheit, Zuverlässigkeit und dann soll es natürlich auch ein bisschen schick sein, klar. Ich persönlich fahre einen Crafter, VW Crafter, und das ist ein riesengroßer Neunsitzer, also ist ein richtiger Bus und also ist ein richtiger Family-Bus. Und wenn wir dann ankommen, dann gucken auch die Leute alle immer erstens mal, weil sie das Auto nicht kennen in Amerika. Das haben Volkswagen speziell für uns gemacht und es ist auch super ausgestattet innen drin. Und es hat aber auch schon ein paar Wochen gedauert, bis der richtig einparken konnte und wo ich genau wusste, in welches Parkhaus ich fahren kann, weil das ist echt eine Nummer größer, das Auto. Also mit vielen Kindern, da muss man sich auch dran gewöhnen ans Fahren. Also man muss dann auch abschalten können. Man kann ja auch nicht alle 2 Minuten immer nach hinten gucken und halb rückwärts fahren. Ne, mit dem Kopf nach hinten zu den Kindern, weil die ja dann doch immer was wollen. Und Mama, guck mal hier und hast du das schon gesehen? Und hier habe ich ein Bubu und dann bin ich hingefallen. Jetzt habe ich hier eine Schramme am Knie. Und oder machst du mir mal das zu trinken auf oder steckst du mir mal hier den Strohhalm rein? Da ist ja immer irgendwas, was du dann gerade machen musst. Und da muss man dann auch abschalten. Nee, gleich, Kinder, wenn zu Hause sind. Mann, ich muss immer dran denken, dass ich beide Hände ans Steuer mache. Weil das weiß ich noch, wo ich den Werbespot gemacht habe. Normalerweise, ne, wenn es jetzt hier so abhängt, ne, was ist los? Aber das darf man ja nicht. Ich muss immer schön mit beiden Händen ans Steuer. Also der Polo ist schon ein toller Wagen. Vor allen Dingen für seine Preisklasse, für die Größe. Ich erinnere mich schon noch daran, wie er früher war und er ist schon erwachsener geworden, sagen wir mal. Also da hat sich einiges getan. Also er sieht schon auch teurer aus. Das ganze Innenleben, also die Materialien, die sind sehr toll. Also das Leder und so weiter, die Sitze, die sind sehr komfortabel. Und es ist schon sehr, sehr schön geworden. Auch von außen, der sieht sehr schnittig aus, der sieht sehr modern und sportlich aus. Also schon ein toller Wagen.